Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Diesmal keine Aktienanalyse, viel besser. Wir machen jetzt was Zeitloses, also Wissensvermittlung, und wir machen das so ein bisschen interaktiv. Das kennst du ja vielleicht schon, wenn du einige Videos gesehen hast. Hier gibt es relativ oft Abstimmung, aber jetzt nicht, welche Aktie soll in welches Depot, sondern ich stelle dir eine konkrete Frage und du stimmst ab, und ich stelle dieselbe Frage später nochmal und du gibst wieder deine Antwort. Und was mich interessiert ist, ob du jetzt was anderes antwortest als vorher. Das funktioniert natürlich nur, wenn du nicht schummelst und die erste Antwort änderst, rückwirkend. Aber das ist ja so eine klasse Community hier und ich habe da vollstes Vertrauen. Mein Name übrigens ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Das ist das Ziel. Und damit du das schaffst, gibt es ja auf der Aktienfinder-Plattform unterschiedliche Hilfstools. Es gibt den Aktienfinder und andere Tools wie den Dividendenkalender und so weiter. Und es gibt jetzt seit neuestem hier die Top-Dividenden-Aktien, Top 100. Das ist eine Liste, die stelle ich dir gleich vor. Vorher machen wir aber jetzt dieses kleine interaktive Spielchen. Und zwar möchte ich mal hier dir die Frage stellen, was eine Dividendenaktie ist. Also, wann ist eine Dividendenaktie eine Dividendenaktie? Ich zeige dir jetzt das hier. Und du wirst mir dann sagen, ob es sich um eine Dividendenaktie handelt in deinen Augen. Du siehst, dass die Aktie Dividenden ausschüttet, beziehungsweise das Unternehmen schüttet Dividenden aus seit 11 Jahren. Und im Schnitt wurde die Dividende erhöht im jährlichen Mittel um 26%. Hat also hier mal angefangen bei ganz wenig Cent, das sind US-Dollar. Mittlerweile wird hier über 1 US-Dollar ausgeschüttet und in wenigen Jahren, 2 Jahren, 2,5 Jahren, werden so Pi mal Daumen 1,40 US-Dollar sein. Ja, handelt es sich hier um eine Dividendenaktie? Deine Meinung ist gefragt. Ich warte jetzt kurz, bis du abgestimmt hast. Okay, ich denke, du bist soweit gewesen. Dann geht's weiter. Falls du nicht abgestimmt hast und noch überlegen musst, kannst du ja auf den Halten-Button drücken. Ich mache jetzt mal weiter. Und zeige ich dir jetzt ein bisschen mehr von der Aktie. Ich sage dir jetzt erstmal, dass, obwohl die Dividende so schön hier erhöht worden ist, beträgt die Dividendenrendite 0,6%. Also ist sehr niedrig. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wie kann denn das sein, dass ein Unternehmen so schön sportlich die Dividende erhöht, aber die Dividendenrendite trotzdem nur 0,6% beträgt? Und die Antwort, die siehst du hier. Hier diese blaue Fläche ist die Dividende, die absolute Dividende, die dynamisch anzieht, erhöht wird. Du siehst aber auch, dass diese schwarze Linie, die den Kursverlauf abbildet, ebenso dynamisch anzieht. Sogar hier seit ungefähr Ende 2016, Anfang 2017 noch dynamischer die Kursgewinne sind, sodass dann ab hier Ende 2016 die Dividendenrendite sogar noch sinkt effektiv. Das heißt, die war hier mal höher als 0,6%, wenn sie hier 0,6% beträgt. Und aufgrund dieses noch dynamischeren Kursgewinns als des dynamischen Dividendenwachstums ist oder bleibt die Dividendenrendite ebenso niedrig, beziehungsweise ist ja sogar noch niedriger geworden. Ja, und jetzt halt nochmal die Frage. Beziehungsweise nein, wir machen noch kurz weiter. Ich zeige dir hier noch was. Und zwar könntest du ja jetzt meinen, bei so einer niedrigen Dividendenrendite von 0,6%, dass die Dividende für deine Rendite überhaupt keine Rolle spielt. Und das stimmt, wenn du die jährliche Rendite betrachtest. Das sind diese grünen Balken hier. Das ist immer jeweils die jährliche Rendite aus dem Kursgewinn. Dann siehst du aber immer, dass diese Kursgewinne, diese grünen Balken, so noch ein kleinen blauen Hut aufhaben. Und dieser kleine blaue Hut, der ist die Rendite aus der Dividende desselben Jahres. Und du siehst, dass die Rendite aus der Dividende sehr viel niedriger ist als die Rendite aus dem Kursgewinn. Und das gilt hier für jedes Jahr. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite siehst du im Hintergrund so eine blaue Fläche. Und diese blaue Fläche gibt die kumulierte Rendite aus der kumulierten Dividende wieder über die Jahre. Das heißt, hier werden also immer, du kaufst die Aktie jetzt in dem Beispiel, in diesem Fall in 2009, und dann erhältst du eine Dividende nach der anderen, und das häuft sich an, das summiert sich auf, und dann rechne ich immer hier die Dividendenrendite, die kumulierte Dividendenrendite oder Rendite auf den Einkaufspreis hier in 2009
auf den Einstandspreis aus. Und wenn du das nur lang genug machst, dann haben wir hier ungefähr in der Jetztzeit, die Jetztzeit ist ungefähr hier, gut 30% Rendite eingefahren, nur durch die Dividende, obwohl die Dividendenrendite absolut gesehen hier bei 0,6% liegt und die im jährlichen, also im Jahr immer sehr niedrig gewesen ist. Und ich denke, es gibt viele Investoren, die eine Aktie gekauft haben und gehalten haben über so einen langen Zeitraum und froh wären, wenn die mit 30% im Plus wären, auch Kursgewinn oder was auch immer, einfach nur 30% Rendite erwirtschaftet hätten. Und denken wir uns jetzt noch 4 Jahre weiter das Ganze, dann hast du vielleicht schon 100%, weil die Dividende ja schön dynamisch wächst. Gut, und jetzt meine Frage erneut. Handelt es sich jetzt aus deinen Augen, von dir heraus gesehen, deiner Meinung nach, um eine Dividendenaktie hier oder nicht? Kannst du jetzt nochmal neu abstimmen, bitte? Ich warte wieder kurz. Gut, dann hast du jetzt wahrscheinlich abgestimmt. Dann bin ich mal gespannt, wie die beiden Ergebnisse sind. Ob in der ersten Frage mehr Leute gesagt haben, dass es eine Dividendenaktie sei und jetzt vielleicht mehr Leute die Meinung vertreten, es handelt sich nicht mehr um eine Dividendenaktie, sondern vielleicht um eine Wachstumsaktie. Da gibt es ja diese Unterscheidung, die aber eben ein bisschen diffus sind und da will ich eigentlich drauf hinaus, dass wir das ein oder andere einfach mal ein bisschen hinterfragen und uns mal Gedanken machen und nicht alles als so selbstverständlich hinnehmen. Jetzt aber zur eigentlichen Liste, die ich euch zeigen wollte, nämlich die Top 100 Dividendenaktien. Hier übrigens noch, es handelt sich um Visa, das ist Visa, also ist Visa eine Dividendenaktie. Dann scrolle ich noch ein bisschen weiter runter. Und hier ist sie, die schöne Liste. Und zwar hat die eine Vorlage auf dem Aktienfinder.net-Blog. Da gibt es nämlich hier eine Serie. Ich habe ja mehrere monatliche Serien. Also Gewinner-, Verlierer-Aktien, Dividendenaktien mit Rabatt. Und es gibt beispielsweise auch die beliebtesten Dividendenaktien. Und die zeige ich dir hier mal. Hier sind wir auf dem Blog. Und wenn du da jetzt reingehst, dann gibt es eine Auswertung von den 30 Aktien, die meisten Kauflimits haben, und zwar der Vollmitglieder, weil das sind die Mitglieder, die auch wirklich alle Aktien sehen können, also für jede Aktie Kauflimit hinterlegen können im Aktienfinder selbst und die das Ganze, weil sie auch Geld da lassen, vielen Dank an der Stelle, wahrscheinlich relativ ernst nehmen, während bei den normalen Mitgliedern tummeln sich sicherlich die ein oder andere Karteileiche, so dass es dann halt möglichst aussagekräftig wird, das Ganze. Je mehr Kauflimits eine Aktie hat, desto beliebter ist sie. Und hier siehst du 3M auf Platz 1, Johnson & Johnson, McDonald's und Visa ist ja auf Platz 4 gewesen. Das ist die letzte Auswertung. Dann siehst du auch noch den aktuellen Kurs, also damals den Kurs, das entsprechende Kauflimit, zu dem die Mehrheit der Mitglieder bereit ist, die Aktie quasi zu kaufen. Das ist dann das durchschnittliche Kauflimit. Und das ist eine interessante Liste, insofern als dass die Auswertung bisher immer sehr gut ankommt, also da ist viel Traffic drauf und habe ich mir gedacht, ist doch schade, wenn ihr immer 30 Tage warten müsst, bis die neue Liste kommt. Ich kann es euch auch doch live geben und das mache ich eben hier. Gut, also jetzt sind wir hier zurückgekehrt und das ist eben die gleiche Liste wie die hier, nur eben live. Und da siehst du auch 3M noch auf Platz 1, aber Visa ist jetzt auf Platz 6. Und vorher war das noch auf Platz 4, hat also jetzt 2 Plätze eingebüßt. Unilever war da noch auf Platz 5 und Unilever ist hier auf Platz 4. Und du siehst hier auch die Dividendenrendite, die ist natürlich ebenfalls aktuell. Auch die Branche, das Land hilft dir vielleicht ein bisschen bei der Diversifikation, wenn du nach einer Aktie suchst zum Beispiel, die mal nicht ausnahmsweise aus den USA ist, kannst dann auch hier nach dem Land filtern. Du siehst die Anzahl der Kauflimits, das haben wir hier noch nicht gesehen, aber ich denke, das ist auch ganz interessant, also wie viele Vollmitglieder die Aktie in ein Kauflimit hinterlegt haben für die Aktie, dann das durchschnittliche Kauflimit, der aktuelle Kurs und dann entsprechend hier der Abschlag, der gewünscht ist, um das durchschnittliche Kauflimit zu erreichen. Gut. Du kannst dann natürlich hier wie immer die einzelnen historischen Dividendenrenditen die anzeigen. Jetzt habe ich gerade Unilever angeklickt. Dann siehst du das hier bis 1985 rückwirkend. Das sind Daten, die du meines Erachtens nirgends bekommst. Die sind händisch eingepflegt. Das kannst du natürlich hier für jede Aktie machen. Siehst du hier auch noch die Prognosen der Dividenden. Siehst also, ob eine Dividendenkürzung ansteht, beziehungsweise wahrscheinlich ist.
hast hier die verschiedenen Links auf Arriva beispielsweise, auf OnVista zu der Aktie. Yes, Arriva. Ja, siehst du hier Arriva, powered by Aktienfinder.net übrigens. Gute Seite. So, also das wäre OnVista. Hier kommst du dann direkt zu dem Unternehmen selbst. Und wenn du interessante Aktien gefunden hast, dann kannst du hier die anklicken und deine Merkzettel hinzufügen. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, nicht angemeldet bin. Aber du kannst dich als kostenloses Mitglied einfach registrieren. Und dann kannst du das alles schon benutzen. Und das ist kostenlos. Hier kannst du dich registrieren. Falls du jemanden kennst, der schon Aktienfinder Mitglied ist, dann kannst du dir seine E-Mail reinschreiben. Und falls du dann irgendwann Vollmitglied wirst, dann bekommst du Bonustage und er bekommt auch Bonustage geschenkt. Ja, hier kannst du auch einen Registrierbutton drücken. Und wenn du Vollmitglied bist, und das ist der einzige Unterschied jetzt, was du dann mehr machen kannst, dann kannst du hier auf den Button drücken und direkt in die Vollanalyse einsteigen, beziehungsweise in die Fundamentalanalyse einsteigen. Wahrscheinlich kennst du die einzelnen Charts hier schon. Aber das geht eben noch nicht, wenn du Mitglied bist. So, okay, das ist jetzt eben die Liste der Top 100 Dividendenaktien. Wenn du Lust hast, kannst du dir auch noch die ganzen anderen Sachen angucken, Dividendenkalender und Co. Du siehst, vieles ist kostenlos. Ich glaube, das ist das, womit man hier die Aktienkultur am besten voranbringt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann gucken wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Und wenn es euch gefallen hat, oder wenn es dir gefallen hat, dann guckt einfach die Seite an. Ich verlinke die, beziehungsweise den Service. Dann bis zum nächsten Mal. Da wird es wahrscheinlich wieder eine Aktienanalyse sein. Ciao.